Ja, Christoph Krachten, will ich nur mal kurz noch anmerken. Ja, der hält halt für Mediakraft die Fresse hin, so wie Marcel Davis die Fresse für 1 und 1 hinhält. So kann man sich Hab's, das hab's, den vorstellen. gibt's ja nicht mehr. Ja, gut, aber so funktioniert es. Und dass da ein Herr Spartacus Olsen dahinter Den steckt, kennt halt keiner den kennt einfach. kein Mensch. Der Aber hat auch das. keine Plattform, wo man ihn angreifen könnte, weil den Genau. kennt einfach, den hat niemand. Der hat auch keinen eigenen Kanal, der produziert keine Der hat eigenen nur Twitter, Videos. glaube ich. Twitter hat er. Und ich meine, ich kenne den Christoph Krachten jetzt, ich habe ihn jetzt zweimal so persönlich getroffen, mehr oder weniger. Und dann halt, er hat mir auch damals schon, das ist ein paar Jahre her, wo ich mit QSO4U auf YouTube angefangen hatte, da habe ich ihn angeschrieben. Damals hat er noch selber alles Mögliche beantwortet und so weiter. Also er macht schon einen sehr besonnenen Eindruck und ich sag mal so, er kriegt viel Scheiße ab, die er eigentlich nicht abkriegen sollte, weil er ist bemüht, er ist Journalist, er macht auch seine Sachen und ich glaube auch, also ich hoffe es zumindest, dass das, was gerade bei Mediakraft abläuft, nicht in seinem Sinne ist und dass das auch nicht auf seinem Mist gewachsen ist. Und hoffe ich einfach mal, weil so macht er wirklich Nee. einen guten Eindruck und da würde ich, wäre ich schon sehr enttäuscht sein, mal gut, aber ich wäre da nicht das erste Mal von einem YouTuber enttäuscht. Aber ich sag mal so, das ist halt wieder die Geschichte. Und wenn er jetzt wirklich so Klick- und Fame-geil gewesen wäre, dann hätte er auch Klicksum so weiter betrieben, wie er es eigentlich betrieben hat. Nämlich irgendwelche Star-Interviews, in Anführungsstrichen Stars, interviewt. Aber das macht er eben nicht mehr. Und er macht jetzt irgendwelche wissenschaftlichen Sachen. Und das ist ja scheinbar auch so sein Hobby gewesen, hat sich dafür interessiert und jetzt macht er halt Videos drüber. Ist doch in Ordnung. Also ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl auch, dass der gar nicht mehr so viel Mitspracherecht hat bei der ganzen Geschichte. Also Also kaltgestellt. ja, der, wie gesagt, der ist halt nach außen hin Vertreter, die Firma Mediakraft und den, also das Netzwerk, es ist ja eigentlich auch nur eine Firma. Und ja, aber in gewisser Hinsicht, denke ich mal, bei vielen Entscheidungen trifft er da auch nichts mehr mit. Ich sag mal so, die ganz alten YouTuber von Mediakraft, die, wo er praktisch das Netzwerk mitgegründet hat, wie zum Beispiel YTiddy oder die Lochis, die haben wahrscheinlich bei ihm selber noch den Vertrag unterschrieben. Aber die neuen Partner, und ungespielt ist er jetzt auch noch nicht so lang dabei bei Mediakraft wie die anderen, die haben wahrscheinlich nicht beim Krachten den Vertrag unterschrieben, sondern bei irgendeinem Mitarbeiter aus der Rechtsabteilung oder keine Ahnung, oder beim neuen CEO oder so. Also, das ist halt wieder so eine Sache, da muss man dann auch mal unterscheiden. Und das ist eine Firma mit 100 Mitarbeitern, da werden Entscheidungen getroffen, sag ich mal, auf Kanalebene mit einem Manager, wo kein CEO dabei ist, wo kein Christoph Krachten als Präsident dabei ist, wo kein Philipp Laude dabei ist, sondern die Entscheidung treffen Abteilungsleiter, Gruppenleiter und vielleicht sogar einzelne Mitarbeiter. Und das ist halt einfach schwierig, dann da den Überblick zu behalten. Gerade bei, ich weiß nicht, wie viele Kanäle die aktuell haben, da war mal eine Zahl von 2000 Kanälen im Raum gestanden. Ist ja Wahnsinn. Also, da kennt kein Mitarbeiter alle Kanäle. Das braucht er mir nicht weiß zu machen. Also das ist Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt schon dreiviertel Stunde geredet. Ich würde sagen, wir kommen nochmal zurück zum Konzept, weil das ist mittlerweile alles ein bisschen ausgeartet von der Ja. Diskussion. Georg sagt auch relativ wenig dazu. Georg, hast du noch irgendwas zum Anbringen, dass ich mal kurz hier verschnaufen kann? Hast du irgendwas, was du loswerden möchtest zu der Thematik? Ja, also ich muss sagen, ich fand es ja richtig toll, dass auch Gronkh was dazu geschrieben hat. Und auch 4K, wie die auch ungespielt da unterstützt haben. Ich finde es einfach so toll, dass die YouTuber-Gemeinschaft zusammenhält. Und einfach gemeinsam das angehen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und dafür mag ich auch YouTube. Ja, also die Großen merkt man schon, oder die Leute, die halt, wie soll ich sagen, professionell produzieren, die haben auch Respekt voreinander, zumindest die meisten. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, ganz klar. Aber es gibt auch sehr viele, die respektvoll umgehen, haben wir ja auch schon erlebt letztes Jahr auf der Gamescom, wo uns Leute angesprochen haben, die haben uns nicht gekannt, aber die haben uns trotzdem respektiert, weil die haben gesehen, Mensch, die machen das professionell, die haben zwar wenig Zuschauer, aber die machen das professionell, geben sich Mühe und dann wirst du auch respektiert von den
von 99%, sag ich mal. Und zum Beispiel Dark Victory, der ja Tube Clash gemacht hat und ist Animationskünstler, wer nicht weiß, wer Dark Victory ist, der hat sich ja auch dazu geäußert und er hat ja auch gemeint in einem Tweet, eben was du gesagt hast, dass er froh ist, dass alle so zusammenhalten. Und dann noch ein Zitat vielleicht von Mr. Trashpack, der hat ja in seinem letzten Video, wo es nur um diese Thematik geht, in einem WhatsApp-Spezial, hat er sich dazu geäußert und hat einfach gemeint, also er schätzt es so ein, sollte es wirklich zu einem Gerichtsprozess kommen, dann würde natürlich auch ganz YouTube Deutschland den Simon unterstützen gegen sein Netzwerk. Und da sieht man ja auch schon mal, was da dahinter steckt. Und das ist natürlich echt heftig. Also man muss sich das mal überlegen. Stellt euch mal vor, dieser Rechtsstreit wird wirklich ausgetragen. Es ist echt heftig, oder es wäre echt heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke auch mal, da würde Mediakraft keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Das ist vielleicht die andere Geschichte. Das ist vielleicht auch schon das nächste Thema. Was denkt ihr, wie könnte sich Mediakraft wieder retten? Also wie könnte man sich da aus der Affäre ziehen? Weiß nicht, Georg, ich lasse dir den Vortritt, du bist ja auch... Ja, also ich würde sagen, wenn sie jetzt einfach sagen würden, okay, wir geben dir recht, du hast recht, ja, und du darfst einfach gehen. Ich glaube, dann würden sie sich am besten da rausbringen. Weil wenn sie jetzt einen riesigen Rechtsstreit gegen Simon machen, den sie aus irgendwelchen Gründen dann verlieren, dann sind sie halt richtig am Boden. Weil diesen Sturz werden sie wahrscheinlich nicht ganz überleben, meiner Meinung nach. Ja, also ich sehe das ziemlich ähnlich. Ich bin ja auch der Meinung, dass ich meine, klar, ich kann es auch, zum Teil kann ich sie auch verstehen. Ich meine, das ist ein Unternehmen, die haben ihre Verträge. Aber wenn die Verträge auch von deren Seite nicht eingehalten werden und sie dann dann Rechtsstreit anfangen, obwohl sie ja eigentlich auch, ich sage jetzt mal, so keine richtige Basis haben, wo sie darauf setzen können, weil sie dann die Vertrag ja selbst gebrochen haben, was wir jetzt nicht direkt nachweisen können, aber ich gehe mal davon aus, weil das ist ja, Simon ist ja nicht der Erste, der sagt, dass die Verhältnisse da nicht so sind, wie sie sein sollten. Dann haben sie natürlich, ich sag jetzt mal echt, so wie man so schön sagt, die Arschkarte, weil die untergraben ihre eigene Autorität damit. Ich meine, wer will denn dann noch, außer die bestehenden Leute, die vielleicht auch irgendwann mal sagen, hey, bei uns läuft's nicht so, wer will denn dann noch dahin? Ich meine, okay, es gibt vielleicht bestimmt noch ein paar Leute, die diese Talents-Ding da, aber das ist eh nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich finde, das kann man auch in so eine gewisse zwei oder drei Klassengesellschaft bei Mediakraft intern eingliedern. Das sind eben diese, ich sag jetzt mal, Top-Channels, ja, eben White Hitty und so weiter. Und dann gibt's eben diese Channel, die so mittendrin sind, die werden bestimmt auch noch mehr oder weniger supported, aber spätestens diese Talents-Dinger, ich weiß ja nicht, das ist halt bei denen, wie der Steffen ja vorhin schon gesagt hat, das ist ja teilweise alles automatisiert und so weiter. Und ich weiß nicht, also ob ich dann, ich hätte jetzt schon sowieso kein Interesse mehr, in so ein Netzwerk zu kommen wie Mediakraft. Aber gerade wenn dann so ein Gerichtsurteil dann ausgesprochen wird und da Mediakraft verlieren sollte, ich glaube, das wäre dann so ziemlich das Aus für die. Also die gehen dann wahrscheinlich auch so langsam den Bach runter und ja, also ob die großen YouTuber dann da drin bleiben oder ob sich dann vielleicht auch was Neues formiert zwischen denen, das wissen wir nicht, aber ich weiß nicht, ob die noch so richtig Fuß fassen können. Also es gibt ja auch zig Seiten auf Facebook, wo es dann irgendwie schon heißt, ja, also Petitionen gegen Mediakraft und so, hat er so Zeugs. Also man merkt schon, dass die Leute da ziemlich einen Hass auch auf die haben. Also das ist, ich denke, das wird nicht einfacher. Also wenn sie da jetzt sagen, okay, ja, wir haben, also ich denke, am einfachsten wäre es, wenn sie hingehen und sagen, wie der Georg auch gesagt hat, okay, sie veröffentlichen es, sie legen auch ihr Konzept mal klar aus und sagen, ja, es wurden Fehler gemacht, wir haben die Leute nicht so unterstützt und würden auch mal Menschlichkeit zeigen und nicht eben nur dieses knallhart Unternehmenszeug. Ich meine, klar schneiden sie sich generell so oder so ins eigene Fleisch, aber so könnten sie das Ganze noch ein wenig eindämmen, sagen wir es mal so. Ja, ich sehe das auch ähnlich, also sehr schwierig, aber sagen wir mal so, wie ich das vorgehen würde, wenn ich jetzt CEO wäre in dieser beschissenen Situation, ich würde erstmal natürlich sagen, okay, wir tragen das Ganze mal öffentlich aus. Und dazu gehört es aus meiner Sicht von einem guten CEO, dass der sich auch mal in die Öffentlichkeit begibt. Der war bestimmt noch vor keiner einzigen Kamera. Ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, also wenn ihr jetzt in den Kommentaren flamet, der ist doch in YouTube-Video XY, ich habe nicht nachgeguckt, aber man kriegt den nicht mit.
dass er zumindest mal in der Öffentlichkeit sich dann zum Beispiel mit Simon an einen Tisch setzt. Und warum kann man das Ganze nicht öffentlich dann vielleicht sogar als Livestream, das wäre doch eine Idee, austragen und dann sollen beide sich mal gegenseitig so Art das YouTube-Duell gegenseitig mal so ein bisschen die Sachen um die Ohren hauen. Das wäre Transparenz und das würde sicherlich jeder sehen wollen, dass man auch mal mitkriegt, was ist das für ein CEO? Da ist natürlich die Gefahr ganz groß, dass wenn er sich dumm anstellt, dass Mediakraft dann noch schlechter dasteht, als es eh schon dasteht. Aber wenn sich beide, sag ich mal, während dieser Diskussion einigen können und er ist sympathisch, hört zu und so weiter und es wird keine Brüllrunde und so, denke ich mal, dass das sogar eine positive Außenwirkung haben kann. Dann natürlich die andere Geschichte, Transparenz, wie funktioniert dieses Netzwerk und so weiter und so fort. Das wäre auch wichtig, so eine Transparenz zu schaffen, zumindest sage ich mal so weit, dass man einigermaßen weiß, was da abgeht bei dem Netzwerk. Und natürlich eine öffentliche Entschuldigung gehört natürlich auch dazu, ist ja ganz klar. Und das sind so die Sachen, wo ich sage, so könnte man vielleicht Mediakraft halten. Und ich meine, wenn alles, sage ich mal, nichts hilft, dann sollte man vielleicht dieses Netzwerk einfach, wovon ich ausgehe, was sie machen werden, wenn sie es wirklich dicht machen oder einen neuen Namen aufmachen. Dass sie da einfach ein neues Netzwerk aufmachen mit den gleichen Partnern, also mit den Partnern, die noch nicht aus dem Vertrag rauskommen, muss man dazu sagen. Gleiche Partner, gleiche Mitarbeiter, gleiche Büros, nur anderer Name. Das wäre wahrscheinlich die beste Lösung dann, um wirklich aufzuräumen. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, aufräumen. Ich habe ja eingangs erwähnt, wir werden keine Ausschnitte, gut, Ausschnitte weiß ich nicht, da machen wir nochmal schlau, aber zumindest keine langen Videosequenzen aus dem Video von Ungespielt verwenden. Nicht, weil wir ihnen das nicht gönnen, dass er noch in einem Video zu sehen ist, sondern einfach aus dem Grund, weil eben Mediakraft die Rechte an diesem Video hat. Der Kanal liegt doch bei Mediakraft, auch wenn der Vertrag vielleicht ja mittlerweile angefochten wird, aber diese Kanäle, auf denen das veröffentlicht worden ist, die liegen bei Mediakraft. Die haben die Exklusivrechte an diesem Video. Das heißt, wenn ihr einen Kanal habt, der jetzt nicht gerade nur zum Kommentieren ist, sondern auch ernsthaft Videos drauf produziert, kann das unter Umständen euren Kanal ruinieren. Und deswegen gehen wir da ganz vorsichtig vor. Und teilweise ist es ja auch automatisiert, dass Mediakraft Inhalte sofort, sag ich mal, über das Content-ID-System gefunden werden. Kleines Beispiel, wir haben zum Beispiel den Enno interviewt und er war in einem Video von Bullshit TV zu sehen. Bullshit TV ist Mediakraft-Partner. Ich habe zwei Ausschnitte gezeigt, die waren nicht lang. Es gibt ja dieses Zitatrecht, da darf ich das auch legal machen und auch monetarisieren. Und ich habe einen Strike bekommen. Ich habe das Ganze dann angefochten, die sind dann zurückgerudert, aber Mediakraft hat natürlich erst mal reagiert. Und das ist da eben auch so. Und wenn man das komplette Video hochlädt, das ist kein Zitatrecht, sondern das ist einfach ein Verstoß gegen das Urheberrecht und ihr habt das kopiert, auch wenn Simon das sagt. Aber Simon hat selbst ja nicht mal die Rechte an dem Video. Das muss man auch mal so sehen. Ja. Also ganz vorsichtig bei der Geschichte. Du wolltest was sagen? Ja, ich habe gesagt, deswegen war es vielleicht auch gar, also ich weiß nicht, aber er hat das Video auch auf Facebook hochgeladen, hat er gesagt, falls Mediakraft das Ganze löscht, ich weiß nicht, ob das so gut für ihn war, weil er hat sich damit so ein bisschen selbst ein Eigentor geschossen, sage ich jetzt mal, weil wenn du was auf Facebook hochlädst, gibst du deine Rechte ja eigentlich auch ab, aber die hatte er nicht mal. Ja, genau. Also Das er ist hatte eben das, wahrscheinlich eine Urheberrechtsverletzung begangen, obwohl es sein eigenes Video also war. dann nicht, dass sie ihm das vielleicht auch noch hinterrücks umreinwürgen. Ich meine, klar, jetzt kann man es nicht mehr rückgängig machen, aber ich weiß nicht, ob das so gut war. Und deswegen, also wenn die Leute da draußen meinen, ihr müsst das Video noch irgendwie weiterverbreiten, was ja an für sich positiv ist, dann macht es zu irgendeinem Fake-Account oder einem, der euch nicht wichtig ist, weil sonst der wird gestrikt und dann ist der ganze Account irgendwann mal weg. Weil Genau. da sind die rigoros. Ja, also viele machen das ja jetzt, sag ich mal, viele kleinere YouTuber machen das ja jetzt so nach dem Motto, naja, wenn ich das Video nochmal re-uploade, dann kriege ich massenweise Abonnenten. Davon könnt ihr euch schon mal verabschieden. Das ist vollkommener Quatsch. Das andere ist natürlich auch, viele machen das, weil sie denken, sie kriegen viele Klicks. Das ist natürlich auch Quatsch, wenn es 300 Mal hochgeladen ist, dass ihr dann viele Klicks bekommt. Und das andere ist halt, wie gesagt, die ganzen Konsequenzen, die ihr dann auf eurem Kanal tragt. Also Content-ID und so weiter und so fort. Also so viel dazu.
Er hat es gut gemeint, aber es ist leider Gottes nicht praktikabel. Das kann man nicht so machen. Das hat man ja damals auch bei RTL gesehen, mit diesem Gamescom-Skandal. Das ist auch immer wieder neu hochgeladen worden und es ist immer wieder rausgenommen worden und immer wieder sind da Strikes verteilt worden und es geht alles vollautomatisiert. Da sitzt kein Mediakraft-Mitarbeiter mehr vorm PC und guckt sich das an, sondern das passiert vollautomatisiert. Die können dann nur noch, wenn du es anfechtest, gucken die mal drauf. Ach Mensch, da hat ja jemand aufgemuckt und dann sagen sie okay, ja, nein und dann fertig. Also mehr kriegen die gar nicht mehr mit. Das ist alles vollautomatisiert. Deswegen sehr, sehr vorsichtig damit umgehen. Ja, dann habe ich noch einen Punkt mir aufgeschrieben. Video Day. Das ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Jetzt kommen wir so Oh fast zum ja. Ende hin. Wie denkt ihr, wie könnte der Video Day ohne Mediakraft aussehen? Also, ist, denke Ziemlich ich, leer. ja, es ist echt schwierig. Also, da muss man wirklich sagen, das ist eine Institution. An sich ist der Video Day ja unabhängig von Mediakraft, eigentlich. Das ist eine Eigentlich, ja. eigene Firma. Wer mal bei videodays.eu ins Impressum guckt, ich werde es auch gleich mal einblenden, dann sieht man dort den Christoph Krachten als Geschäftsinhaber von dieser Firma Video Days. Aber man muss dazu sagen, Mediakraft ist der Hauptsponsor von diesem Event. Neben der Telekom letztes Jahr liefert natürlich Mediakraft da auch Unmengen an Geld in dieses Projekt rein. Und da ist einfach die Schwierigkeit. Also wenn so ein Hauptsponsor da wegbricht und so ein Event wie den Video Day, da steckt jede Menge Kohle dahinter. Also das sind nicht nur 2000 Euro. Ja, Ich so glaube, längstes Arena kriegst du auch nicht gerade so hinterhergeschoben. Da Das ist. waren 70.000 Euro im Gespräch. Irgendwie 70.000 Euro die Lanxess Arena für ein Wochenende oder so. Ja.